Domo. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Code Vein. Beim letzten Mal war ja ein bisschen ruhiger die ganze Sache, denn wir haben ja quasi die Informationen verarbeitet, die wir bekommen haben. Wir haben ja die Aufgabe bekommen, oder beziehungsweise wir haben gehört, dass die Nachfolger, die ja die Relikte der Königin in sich tragen, dass diese, ja, so ein bisschen, oder dass der, die in zum Wahn geraten können, oder in den Wahn geraten können, und wenn das bei allen passiert, dass dann die Königin wiederbelebt wird. Und wir müssen mit unserer Kraft eben verhindern, dass das passiert, weil wir können die Relikte quasi wieder zur Ruhe bringen, und ja, wir können die dann entweder in uns aufnehmen, beziehungsweise wir können auch ein paar andere Kleinigkeiten tun, was wir ja gesehen hatten in der vorletzten Folge. Aber ja, diese Nachfolger, das hatten wir ja auch gelernt, die leben an ganz bestimmten Leben. Die sitzen an ganz bestimmten Orten, und zwar hinter diesen Türen, von denen wir auf jeden Fall schon ein paar gesehen haben. Und ich würde sagen, machen wir uns da mal hin auf. So, hier müssen wir zuerst hin. Ich war zuerst bei der, so blöd das klingt, falschen Tür. Ja, wir müssen nämlich tatsächlich als erstes mit dieser Tür anfangen hier. Ich verrate gar nicht so weit, warum, wieso, weshalb. Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mir mal den Isis-Blutcode genommen. Das ist ja so ein bisschen der Blutcode von Aurora gewesen, der so ein bisschen auf Magie getrimmt ist. Ich bin mal gespannt, wie es funktionieren wird. Schauen wir mal, was das mit dieser lila Mistel auf sich hat. Ach, mit der teleportiert man sich einfach nur. Nun gut, dann benutzen wir die mal und gucken mal, wo wir rauskommen, ne? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Auf jeden Fall gibt es erstmal eine normale Mistel. Ach, guck mal. Schnee. Ich bin ja immer... Ich muss ja immer sagen, bei so Spielen, wenn man so plötzlich in solche kalten Gebiete kommt und die Charaktere trotzdem ihre ganz normalen Klamotten anhaben, oh, da bin ich immer so ein bisschen... keine Ahnung. Fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Alter Mia, du redest und redest und redest. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Blutcode macht. Ich habe noch nie, ehrlich gesagt, so einen kompletten Maki-Blutcode gespielt. Aber gucken wir doch einfach mal. Da vorne ist ja gleich unser erster Gegner. Er kriegt erstmal ein paar fette Dinger hinten. Hier ein paar fette Zauber rein. Wow, das hat ja fast gar nichts gebracht. Das Problem ist bei dem Blutcode natürlich, dass wir Blut brauchen. Gott, ist das kalt hier. So, du kriegst dann erstmal den ab. Bam. Ah, und jetzt habe ich keine mehr. Ah ja, die sind auch super nervig, die Typen. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, die haben einen Explosionsgürtel oben. Das sind quasi die Suicide-Bomber. Die versuchen wirklich, einen einfach umzubringen mit Hilfe ihres Gürtels. Also die bringen sich halt einfach um. Das ist deren ganzer... Oh, tschüss Mia. Das ist deren ganze Attacke. Wobei ich glaube, die können auch einfach noch Bomben werfen. Ah, guck mal. War es nicht Mias Stimme? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich jetzt ein bisschen Gefallen an dem Magie-Blutcode finde hier, ich werde den gegen Bosse nicht verwenden, weil ich finde immer, gegen Bosse ist es immer sehr langweilig, Magie-Blutcodes zu benutzen. Ach Gott, da sind zwei verloren, ne? Magie-Blutcodes zu benutzen, weil deren Moveset dann nicht so rüberkommt, wenn du einfach nur Magie-Blutcodes machst. Meiner Meinung nach zumindest. Deswegen, spätestens da werde ich dann wieder auf den ganz normalen Blutcode rumgehen. Ach, guck mal, damit kann ich Eis auf meine Waffen machen. Ja, irgendwie Elementarsachen auf den Waffen finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so hilfreich, wenn man es drauf machen muss, aber hey. So, da haben wir auch unsere erste Kartenmissel. Und was finden wir hier? Ein Erweiterungsfaktor, ist doch schön. Das heißt, die Dinger machen noch mehr jetzt. Geben mir noch mehr Lebensenergie zurück. Müsste mal auch langsam wieder so einen finden, der mir mehr im Generellen gibt. Ich glaube, die sind jetzt auf plus 4 schon. Krass. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Ah ja, by the way, in diesem Gebiet gibt's diese Teile hier. Die stürzen ein, da stürzt sie einfach in Tod. Keine Ahnung, wer gedacht hat, welcher Entwickler sich gedacht hat. Ey, ist doch mal eine coole Idee, machen wir mal so. Das war einfach die Sachen einstürzen lassen. Ja, da Mia ist leicht drüber gelaufen. Also ich meine, du kannst es erkennen, das ist kein Ding, aber beim ersten Mal fliegst du da eigentlich fast immer rein. Keine Ahnung, finde ich irgendwie ein bisschen dumm. Bastion des Igels, was ist das denn? Sieht schon ein bisschen lustig aus, aber ich finde, unser hat irgendwie mehr Stil, unser Nachtspeer. Gib mir dein Blut! Die Stimme war noch... kam mir doch irgendwie bekannt vor. Vier und Überrest wieder mal. Ich sehe eine Leiter, was, wo?
Da drüben, ach Gott. Ja, da kommen wir ja nun wirklich gar nicht hin, meine Gute. Zieh einfach mal eine Leiter sonst wo. Na also, so muss das laufen. Und du kriegst den ab. Ach, der hat nicht so eine hohe Reichweite. Wie widerlich. Der hier hat die... der hier hat die einzig höchste Reichweite. Ich habe vergessen, dass die Dinger ja wahrscheinlich eine Reichweite haben. Bio-Seife. Wem die wohl gefällt? Keine Ahnung. Wem schenkt man denn Bio-Seife? Ach, die Items sind manchmal unglaublich cool. Ich glaube, hier unten in die Höhle müssen wir jetzt tatsächlich noch nicht, ne? Wenn ich mich... Ach Gott. Wieder die fucking Bälle, ey. Ah, guck mal. Aber hier kommen will ich auf jeden Fall hin. Okay, pass mal auf. Ah, shit. Ah, guck mal, da ist eine Map-Missel. Okay, wie mache ich euch jetzt? Ich mache als erstes den... Ah, das ist so einer. Jawohl. Tja, gucke. Der hat den verdammten... Er hat den verdammten Gürtel. So, jetzt... Oh, du bist ja schon fast tot. Mann, Mia, das hast du ja richtig gut gemacht. Ich dachte, der wird ein Problem, aber... Ach, guck mal, und da liegt doch wieder ein weiterer Überrest. Okay, es war auf jeden Fall sinnvoll. Ah, genau. Ich glaube, hier geht's ins nächste Gebiet, ne? Ah, guck mal. Da vorne ist schon wieder so eine Relieftür. Ich glaube, die können wir nicht öffnen, ne? Genau, die können wir nicht öffnen. Was auch immer das... Ja, sieht anders aus als in der, als in der Kathedrale, das stimmt. Da, friss das, Junge. Bam. Oh, den Ball habe ich ja voll explodieren lassen. Okay, wo geht's jetzt hier raus? Wow. Alter, sieht das aus. Ach, hallo. Oh Gott. Au, das hat weh. Was machst du denn? Oh shit, jetzt hat er seine Eisrüstung. Ja, das ist so ein Gegner, der hat eine Eisrüstung. Und die muss man natürlich nach Möglichkeit mit Feuer unterbrechen. Das hat jetzt aber irgendwie nicht so ge... Oder man lässt ihn einfach vom... Oder man lässt ihn einfach von der Klippe rollen. Das ist meist die sogar noch einfachere Variante. Guck mal, wie sie da hängen, ey. Hä, wo kommt denn ihr jetzt her auf einmal? Da, friss das. Oh, das sind die fucking Typen, die explodieren. Nein! Fuck you, Mia? Danke. Ich mach ihn mal fertig. Puh, das war knapp. Ich hasse die Typen, die explodieren, weil wenn du die nicht schnell genug fertig kriegst, hast du ein ziemliches Problem. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Och Gott. So kann da noch. Yamanobori ga suki na renchuu no kimochi ga sukoshi wakaru ki ga suru ze. あの時の景色と同じ。ニコラ、ここに何があるというの？ お前は灰になったはずじゃ。警戒しろ。罠の可能性もある。ニコラ。 本当にあなたなの？ 私に何を伝えようとしているの？ 消えた？ 何なんだあれは？ これは？ 決意？ これに？ あの子の記憶が継承者のイメージによって棺はその形を変える。ニコラ、お前はどんな場所を選ぶ？ せっかくなら、かっこいいのがいいな。悪と戦う巨大ロボットとか。お前が心から落ち着ける場所を選べばいい。落ち着ける場所か。うん、決めた。継承者になったら、その力でもう一人の僕を作ってもいいかな。ミアはああ見えて、 結構寂しがり屋でさ、僕がいないことを知ったらきっと悲しむと思うから。ダメだ。侵害の力は危険だ。
行使すればするほど暴走の危険が高まる。分身を維持するには相応の代償が必要になる。悪いが認めるわけにはいかない。それに棺はあらゆる情報を遮断する。たとえもう一人のお前が姉と一緒にいてもお前自身に。ここが継承者となるお前の戦場だ。行ってきます。お前は誰よりも強い心を持った戦士だ。せめてその眠りの安らかならぬことを。ごめんチャック。それでも今まで一緒にいたニコラはあの子が作り出した分身だったっていうこと。私がレヴナントとして目を覚ました時にはもう。そうか、だからあの時あの子は血流を飲んでも回復しなかったのか。一緒だったのに。今までどんな時だってずっと私だけ何も知らないまま、ニコラは一人きりだったのに。あの子この先にいるはずだ。会いに行こうぜ。そのためにここに来たんだろう。Okay, das da drüben ist dann wohl der Ort, wo wir den Nachfolger finden. Ja, offenbar ist dann Nicola auch ein Nachfolger, so wie Aurora eine Nachfolgerin geworden war. Das heißt, jemand, der so ein Relikt in sich trägt und ja, mehr oder minder verhindert, dass es ausbricht. Und wie es aussieht, war der Nicola, wie gesagt, der mit Mia zusammen war, bloß eine Kopie von ihm. Und wahrscheinlich, so wie ich Jack jetzt mal eingeschätzt hätte, hat Jack deswegen die Kopie gejagt, weil er wusste, dass das zu viel Energie für Nicola verbraucht. Ich hasse die Typen. So, hier, Indra-Spule. Braucht halt ewig lang, aber nach so einem Backstep ist die perfekt. Das Ding hier bricht doch ein. Dann einmal Feuer. Jetzt hat er wieder seine nervige Eisrüstung. Da haben wir die Eisrüstung durchbrochen. Hier, frisst das. Bisschen Blitz. Ein bisschen Blutangriffe. Man sieht halt überhaupt nicht mehr was. What the fuck? Hier, frisst Feuer. Wie der einfach darüber gesprungen ist. Nice. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ach, guck mal, hier ist so eine komische Stelle, wo ich nicht weiterkam. Okay, ich hatte ja mit allem gerechnet jetzt, aber nicht, dass der einfach den Jump darüber macht. Das ist interessant gewesen. Ich meine, du musst halt viel backstabben. Also wie gesagt, so ein reines Magiebild in dem Sinne gibt's nicht. Ich meine, fairerweise muss man sagen, es gibt Items, mit denen du dein Eikor wieder theoretisch auffrischen kannst. Klar, die gibt's. Das Problem ist aber, dass die natürlich begrenzt sind. Du kannst nicht ewig viel Eikor mit dir rumführen. Das heißt, und ich glaube, für so Teile geht's ganz gut. Für so einen Boss, wenn man sich vorher ein bisschen Blut ranholt, ist es durchaus machbar. Aber ja, selbst bei einem Boss würde ich sagen, die haben teilweise zu viel Lebensenergie, als dass das klappen würde.
Ich denke, bei einem Boss kann es funktionieren, wenn du dir ein bisschen vorher noch Blut ranschaffst und zwischendurch immer ein bisschen Blut ziehst. Ach doch, man sieht es ein bisschen. Da ist ein kleiner Hügel im Schnee, habe ich gerade gesehen. Dann kann das funktionieren. Ansonsten, ja, ein bisschen, aber ganz ohne Nahkampf geht's nicht. Und vor allem in den ganz normalen Gebieten natürlich nicht. Da brauchst du zwingend den Nahkampf, um voranzukommen. Das ist doch wieder was für Io hier. Ach, ich habe da drüben einen Splitter übersehen. Na, den muss ich mir natürlich noch holen. Wie gesagt, ich finde dieses ganze Einstürzen von irgendwelchen Plattformen sowieso immer, das ist einfach so ein cheaper Moment, der funktioniert einmal, um den Spieler zu überraschen. Ach, das ist wieder Nicola, hä? Das funktioniert einmal, um den Spieler zu überraschen und danach ja eigentlich nie wieder. Es sei denn, er rennt mal drüber, aber genauso schnell kann er auch in ein ganz normales Loch fallen. Ich finde solche einstürzenden Plattformen sind immer recht cheap. Also, das ist so recht cheapes Level-Design. Noch nach dem Motto, wir haben dich gekriegt, ne? Hast du gedacht. Aber ja, gut, das ist nur meine Meinung dazu. Keine Ahnung. Ich meine, es geht nicht darum, dass du es nicht erkennen kannst. Du kannst es ja erkennen. Also, es ist nicht 100%. Ich meine, noch cheaper wäre es natürlich, wenn du es nicht mal erkennen könntest, dass das hier die einstürzende Plattform ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass sowas eigentlich nicht zwingend sein muss. Ich meine, Löcher reichen eigentlich aus. Wenn du willst, dass der Spieler sich ein bisschen konzentriert oder aufpassen muss auf seine Umgebung, während er kämpft, dann reichen Löcher vollkommen aus. Dann musst du das nicht so cheap machen und dann noch das, vor allem, weil es ja auch weiß ist. Ich meine, klar, es hebt sich schon ab, wenn du weißt, dass es da ist, aber wenn du in dem Moment nicht weißt, guck mal, wenn ich hier jetzt einfach kämpfe, dann merke ich nicht mehr, welches Weiß jetzt das ist, was einstürzt tatsächlich. Ach, da ist wieder so einer. Ich hau uns schon mal ein bisschen Feuer rauf und dann... Bam! Vor allem, die bewegen sich so scheiße schnell. So, dann gleich mal hier den Feuer raufhauen gegen seine Eisrüstung. Perfekt. Das Gute ist ja, dass ich Mia auch die Feuerwaffe gebe. Deswegen kriegt sie halt auch den... Das kann ich auch, Junge. Oh, shit. Deswegen kann sie auch verhindern, dass die Eisrüstung zu schrecklich wird. Das Problem ist, er hat halt immer noch seine fucking Eisrüstung. Oh, und das explodiert danach auch noch. Kannst du mal aufhören damit? Oh, und jetzt kommt noch so ein dummer Hund. Mia. Danke. Und jetzt ist Mia tot. Da. Und Mia ist schon wieder tot. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückziehen. Jetzt kann ich sie auch gerade nicht wiederbeleben. Das ist das Problem. Okay, Feuerwaffe. Wo kommt er rum? Um welche Ecke? Ist er gerade jetzt... Ist er jetzt echt die Klippe runtergerollt, der Vollidiot? Oh Gott. Ah, diese Gegner sind echt schwierig. Ich glaube, die wären mit normalem Setup jetzt ein bisschen leichter gewesen als mit dem Magie-Setup. Vor allem, weil ich jetzt, als ich gegen ihn gekämpft habe, nur nicht mal die Hälfte meines Eikos hatte. War ich ein bisschen selbst schuld. Ich hätte den Gegner nicht jetzt machen sollen. Ein Winterumhang. Der passt ja wenigstens ins Gebiet. Okay, was hat er? Hat er besonders viel Eisschutz, theoretisch? Ah ja, der hat besonders viel Eisschutz. Yeah. Ah, der ist auf plus 5 sogar. Sag mal. Der ist aber... Achso, der ganze Rest ist deutlich besser bei dem Nachtspeer. Ja, ich meine, an sich habe ich ja nichts gegen den Winterumhang. Ich finde, der sieht ein bisschen blöd aus. Und allen voran ist immer Fashion. Fashion ist immer das Wichtigste in einem Spiel. Ah, guck mal, eine Mistel. Dann kommt auch Mia wieder zurück. Sehr schön. Zack. Und wir haben die Karte der Umgebung weiter angelegt. Sehr, sehr gut. Oh, ein Misselmann. Oh, shit, noch eins. Wollte mich verarschen. Alter, ich hasse diese Bälle. Wer auch immer die ausgedacht hat. War ein richtiger, widerlicher Typ, ehrlich. Zack. Ach Mist, ich hatte keinen Fokus mehr. Na gut. Karte der Umgebung. Und eine Kiste. Eine Machete. Oh, sieht eigentlich... Also ich meine, wie eine Machete sieht das Ding jetzt nicht aus, aber hey, sieht auch gar nicht schlecht aus eigentlich. Aber ich bleib mal bei meinem Hanemukudu. Eine Map-Missile für mich. Ich hoffe, ich stürze jetzt nicht ab gleich.
Ja, gucken wir mal gleich. Aber hier steht auch wieder so eine Io-artige Frau rum. Offenbar stehen die wirklich bei allen Nachfolgern. Silen. Und gucken wir mal, was das für ein Erinnerungsstrang ist, den sie hier erschaffen kann. So, den von Nicola wahrscheinlich, ne? Hui, sieht ja mal richtig schön hier aus. Nicola, was machst du? Kenjutsu-Reinschuh. Ich werde Maito werden. Hey, interessant. Ja, das war dann wohl aus den noch etwas besseren Tagen, bevor alles den Bach runterging. Was ist da denn? Können wir hier mit Mia auch drüber reden noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn, dann erst außerhalb der Erinnerung, ne? Es würde mich mal interessieren, was sie dazu sagt. Wenn sie was dazu sagt. Mia, ich werde noch stärker werden. Oh, ich muss sagen, das hat doch auch mal was. So eine Erinnerung von den etwas schöneren Tagen noch. Nicht, wenn alles schon den Bach runtergegangen ist, nicht, wenn alles schon zerstört wurde und es nur noch um das Kämpfen geht. Wobei natürlich auch ein bisschen schade ist, dass solche guten Erinnerungen natürlich auch verloren gegangen sind, ganz offensichtlich. Schauen wir aber mal noch den anderen Erinnerungsstrang. Mia sagt dazu scheinbar nichts. Schauen wir uns mal den anderen Erinnerungsstrang nochmal an. Beziehungsweise das, die andere Erinnerung. Ja, ja, ein Strang, ich weiß. Ah, das ist jetzt nach dem Einsturz. Wo ist der? Ach, da. Okay, da bildet sich der Weg. Ich habe mich gerade gefragt, wo sich der Weg bildet, aber in der Regel ja in der Nähe dieser Lampen. これはとても大丈夫。我々がきっと蘇らせてみせる。約束するよ。 Ja, aber wie wir ja schon gelernt haben, ist ja Nicola eher aufgewacht. Nicola ist ja deutlich eher aufgewacht als seine Schwester. Ich frage mich mal, ich vermute mal, dass diese Grundlagen für einen Nachfolger wahrscheinlich auch davon abhängen, ob man irgendwas hat, wofür man kämpfen muss. Zumindest war das ja auch bei Aurora so ein bisschen der Fall. Wäre zumindest eine Kombination zwischen den beiden, weil ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, warum ein so junges Kind tatsächlich eher zum Nachfolger geeignet ist als eine andere Person. Aber gut, so viel dann erstmal dazu. Und dann werden wir mal schauen. Ist das Nicola? Wie wir ihm begegnen. Nicola! Mia,
暴走する自分と戦い続けていたのか。なんてやつだ。今まで気づかなくてごめん。今お姉ちゃんが行くから。Okay, ich finde ja, man kann über das Spiel sagen, was man möchte. Aber meiner Meinung nach ist das Boss-Design echt nicht schlecht. Vor allem meiner Meinung nach das von den Nachfolgern, weil die halt nicht einfach nur... Oha, die einfach nicht einfach nur einen random Design bekommen haben, sondern ich meine, man merkt es gerade an Nicola. Ich meine, man hat es ein bisschen gemerkt auch schon an finde ich, Aurora. Dass die halt so ein bisschen je nach durch ihre nach ihren Persönlichkeiten mehr oder minder designt sind, sag ich mal. Nicola wollte ja, Alter, hör mal auf mit deinem Schild. Der wollte ja einen Roboter bzw. einen Ritter sein und deswegen ist er jetzt quasi so eine Kombination aus Roboter und Ritter. Aber ich hab, glaube ich, ganz gut, dass ich Mia hier dabei hab gerade. Die kann schön von der Entfernung draufhauen. Nachfolger des Atems. Oh, ist das jetzt Phase 2? Oder... Ja, ich glaube, jetzt kommt Phase 2. Ich glaube, jetzt hätte ich gerade angreifen können. Genau, jetzt haut er nämlich den Schild weg. Ganz ehrlich, da haue ich mir mal ein bisschen hier schnellere Geschwindigkeit rein. Die kann auf jeden Fall nicht schaden. Bisschen Blitz. Das kommt jetzt. Da hat er mich erwischt. Zweimal. Okay, aber es funktioniert noch alles. Aufpassen. So, den einmal wieder. Und ran. Was kommt jetzt? Oh Gott. Wow. Jetzt legt er richtig los. Jetzt hat er hier einen richtig fetten Angriff. Au. Fucking. Okay, das Einzige, was ich nicht weiß bei seinem Design, ist tatsächlich, was ist mit dem fucking... Oh shit. Was es mit dem fucking Elchgeweih auf sich hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah. Ganz ruhig, Großer. Wir haben es doch fast. Und das war's. Jawohl. Ja, mit mir war es doch durchaus simpel, da sie viel erledigen konnte aus der Entfernung, während ich quasi den auf mich gezogen habe. Otsukare-sama.守られていたのは私だったんだ。ごめんね、ニコラ。大丈夫。 私は大丈夫だから。 Ich finde es schön, wie in den Untertiteln freundlicher Forscher steht. Was war das, ein Lastwagen? Ah ja, Tatsache. お前はまだ子供だ。そんなの関係ない。継承者になってミアを守るんだ。だってミアが目を覚ました時にこの世界がなくなってたら困るでしょ。
ミア、そろそろ起きたかな。元気にしてるといいな。僕も頑張るから。Ist er das da vorne? Wahrscheinlich, ne? Wird er wahrscheinlich ähnlich sein. Ähnlich wie bei Aurora, hä? よかった。無事に目が覚めて、それにいっぱい仲間ができたみたいで安心したよ。全部ニコラのおかげ。あなたがそばにいてくれたから、ここで戦い続けてくれたから、今の私がいる。あなたは守ってくれた。私を守り、私を強くしてくれた。この上、何を望めばいいの？いや、コラ・カルンシュタイン、あなたはナイトになったのよ。誰よりも立派で素敵な騎士様、大好きよ。うん僕もミアが大好き。Nun gut, ja, wie immer wieder, wir könnten jetzt gehen, aber scheinbar haben wir tatsächlich auch alle Überreste gefunden von Nicola und ich denke, wenn wir die Möglichkeit haben, dann reden wir gar nicht erst lang um den heißen Brei, ne? ずいぶん大きくなったのね。姿は
このままか。でもこっちの方が強いよ。あなたたちにどう感謝したらいいのか。なのに人に与えられるものを持ち合わせていないのね。私は何かお礼をしたいけど、こんな姿じゃ。欲を言えば一緒に来てくれと頼みたいところだが、ようやく本当の家族と再会できたんだ。邪魔するわけにはいかないだろ。それでいいよな。行っちゃったね。うん、私は、ニコラ、他の継承者もあなたのように必死に自分自身と戦っているのかもしれない。ここで立ち止まるわけにはいかない、そう思うんだ。行ってらっしゃい、ニコラ。僕は大丈夫。みんなからたくさんの元気をもらったから。ここでいい子にお留守番してる。お姉ちゃん、行ってくるね。